Die Halsschlagaderverengung gehört zum Formkreis der Arteriosklerose und es bilden sich in der Gefäßschicht sogenannte Plaques und die können wachsen. Und wenn diese Plaques wachsen, führt das dazu, dass die Halsschlagader sich einengt. Die Oberfläche wird unruhig, da können sich Gerinnsel bilden und die sind dann gefährlich und können Schlaganfälle und Ähnliches auslösen. Wird diagnostiziert, abhängig davon, ob man Symptome hat. Hat man keine Symptome, fällt es in der Regel bei einer Routineuntersuchung auf. Man macht einen Ultraschall und der Hausarzt bemerkt, dass eine Einengung da ist. Wenn man typische Symptome hat, macht man spezielle Untersuchungen, wie auch Ultraschall oder CT und sieht dann diese Einengung. Wenn man es nicht adäquat behandelt, kommt es dazu, dass Schlaganfälle entstehen oder auch sogenannte kurze Schlaganfälle, transitorische ischämische Attacken heißen die, oder auch kurze einseitige Blindheit. Die Basis der Therapie stellt immer die medikamentöse Therapie dar. Das heißt, jeder Patient erhält einen Thrombozytenaggregationshemmer, also einen Plättchenhemmer, sowie einen Fettsenker. Und wenn man sich entscheidet, das Ganze wieder zu rekonstruieren, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es interventionell, das heißt, es wird ein Stent ins Gefäß gelegt, oder aber man legt das Gefäß frei offen und schält den Kalk hinaus.